Ja, dann erstmal herzlich willkommen zurück. Wir haben uns gerade in der Pause mal kurz unseren Plan für heute angeschaut und festgestellt, dass wir uns da sehr, sehr viel vorgenommen haben. Dementsprechend haben wir nochmal mit Daniel gesprochen, der sich bereit erklärt hat, seine beiden Sessions auch morgen zu halten, weil er morgen auch da ist. Jetzt ist die Frage, ob alle damit einverstanden sind, weil wir sonst ja heute nicht durchkommen wahrscheinlich. Genau, es würden jetzt quasi... fängt Herr Munko an, dann hören wir Herrn Ritter, dann kommt Katja und dann zum Abschluss EMP. Und wenn wir ganz viel Zeit noch haben, würden wir gerne noch das Projektmanagement-Tool dazwischen schieben. Können die alle damit leben? Sonst aufschreien. Okay, gut. Dann werte ich das mal als okay. Dann noch eine andere Sache. Wir haben noch ganz, ganz viele T-Shirts vorne liegen. Wer sich noch keins geschnappt hat, darf das gerne noch tun. Die sind auch umsonst, also bitte gerne eins mitnehmen. So. Dann sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt. Und zwar ist der Herr Munko heute aus Hamburg zu uns gekommen und er wird uns ein bisschen was erzählen zu Social Media in der internen Kommunikation. Los geht's. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, Mensch, interne Kommunikation. Es klingt natürlich immer erstmal nach Mitarbeiterzeitschrift, irgendwie alles ein bisschen unsexy. Aber ja, wir werden sehen, dass man das heute natürlich auch toll mit Social Media Tools lösen kann. Ein paar Slides mitgebracht. Zunächst sage ich mal ein, zwei Worte noch zu der Firma, von der ich komme. Hat sicher noch niemand von gehört. Die Firma Avodac hat 100 Mitarbeiter in 5 Büros. Wir bauen hauptsächlich Cisco IT-Infrastrukturen auf. Cisco Telefonanlagen werden installiert, Videosysteme und seit neuestem eben auch eine Social-Media-Software für Unternehmen, die Cisco Quad heißt. Und der Geschäftsbereich ist ganz neu und da habe ich erst auch vor kurzem angefangen. Ich komme aus der Kommunikationsschiene, war vorher PR-Berater für internationale Kommunikation und Social-Media-Experte bei einer Agentur. Ja, mein Chef hat mich gebeten zu sagen, wir suchen auch Mitarbeiter, also sehr gerne mal auf der Seite nach Jobs gucken. Da geht es um Projektservices, klassische IT-Beratung. Wir arbeiten Trainings aus... Das überspringe ich jetzt mal, auch angesichts dessen, dass wir da ziemlich viel Zeit haben. Wie gesagt, Cisco mit der engste Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten und da auch die ein oder andere Auszeichnung gewonnen. Aber kommen wir zum Kernpunkt. Kommunikation in Unternehmen heute. Das heißt hauptsächlich E-Mail und auch eben E-Mail-Flut. Ich bitte zu entschuldigen, die Folien sind auf Englisch. Wir halten es auch sehr oft in den USA, im Ausland, aber ich erzähle es auf Deutsch. Ich denke, es dürfte für keinen hier ein Problem sein, sonst bei einzelnen Begriffen gerne fragen. Also, da ist der einzelne Mitarbeiter im Unternehmen, der hat jetzt, sagen wir mal, eine Frage, sucht einen Experten im Unternehmen oder möchte auch einfach nur was zu seinem jetzigen Projekt wissen. Dann schickt er eine E-Mail rum an eine E-Mail-Liste, an die 4 Menschen. Einige davon fragen sich, was das soll. Einige halten es sogar auch direkt für Spam. Einige leiten es weiter an andere Kollegen, weil sie meinen, die könnten vielleicht was damit anfangen. Dann haben die noch Rückfragen. Dann fragen die nochmal zwischendurch zurück. Und ein anderer macht nochmal einen zweiten E-Mail-Thread auf und fragt nur an einen zurück. Und ja, zwischendurch drückt einer noch Reply All und sagt, schönes Wochenende am Donnerstagmittag. Ja. Dann haben wir am Ende eine ziemliche Verwirrung bei dem Einzelnen. Auch das tägliche Arbeiten. Viele werden es aus den Unternehmen kennen, von Praktika, von der täglichen Arbeit. Da kommen Dokumente von der einen Seite rein, von der anderen. Immer wieder eben per E-Mail oder auch mal ein Anruf liegt auf in Ordner XY. Ach, kannst du nicht drauf zugreifen? Na, warte mal, schicke ich dir. Und letztendlich würden sich ja dann doch alle wünschen, dass man weniger ja, von E-Mails doch permanent gestört wird. Dazu haben wir alle schon Studien gelesen, irgendwie alle durchschnittlich 5 Minuten kommt irgendeine E-Mail rein und ein Anruf und dann kommen noch Kollegen rein. Man wird also dauernd in seiner Arbeit unterbrochen. Letztendlich wäre es da doch ganz schön, wenn man ja, selbst bestimmen könnte, wann man in Projekte reinschaut, wann man sich mit Dingen befasst. Geht natürlich sicherlich nicht immer. Andere müssen ja auch weiterarbeiten, brauchen eine Information, aber sozusagen da selbstbestimmt zu sein, ist sicherlich ein Ziel. In modernen Unternehmen, vor allem natürlich in größeren, also die Software, die ich
vorstelle, die ist natürlich vor allem für Unternehmen so ab 100, 300, ab 500 vielleicht erst richtig interessant. Da gibt es die klassischen Unternehmenshierarchien. Dadurch bilden sich auch gleichzeitig Wissenssilos. Die eine Unternehmenshälfte weiß gar nicht, was die andere weiß, sitzen vielleicht noch in verschiedenen Städten, gar verschiedenen Ländern. Und so haben dann die einen vielleicht auch schon ein Wiki oder einen Blog in der Abteilung angelegt, gerne auch mal im Bereich Schatten-IT, also dass es gar nicht offiziell ist, sondern so ein Wiki-Server irgendwo unterm Tisch steht, damit man gar nicht irgendwie am großen Rad drehen muss, sondern das für sich schnell abteilungsintern löst. Nichtsdestotrotz liegt irgendwo die Information. Da können einige drauf zugreifen, wieder andere fragen sich, wo liegt das eigentlich, wo sind meine Inhalte, dann werden wieder E-Mails verschickt. In anderen Unternehmensteilen ist dann der Zugriff wieder ganz anders. Wenn man auch mal bedenkt, ein 5 Megabyte PowerPoint, sagen wir mal, wenn man das irgendwie an 20 Leute schickt, hat man es gleich irgendwie 100 Megabyte verteilt, dann legen sich es alle lokal ab. Letztendlich wäre es da doch ganz schön, wenn man das zentraler ablegen könnte und dann dennoch die Dinge wiederfindet, dann, wenn man sie braucht. Und deswegen, und das ist für uns ja sozusagen eigentlich gang und gäbe, wenn wir da auch mit Twitter arbeiten, sagen wir, in Hashtags denken, also die Dinge ordentlich verschlagworten, dann kann man sowohl die Dokumente als auch Bilder, als auch Filme, als auch Postings in Blogs, in Wikis, oder eben auch Unternehmensnews, RSS-Feeds und natürlich auch entsprechende Experten. Denn heute haben sich schon einige mit meine drei Hashtags sind vorgestellt. Und auch so können sich natürlich Experten im Unternehmen dann Hashtags geben, sich als Experte für bestimmte Dinge positionieren. Und dann kann man eben die Dinge unter diesen Hashtags zusammenfassen. Und Community 1 kann dann sehr leicht die Dokumente und Personen, Filme, Blogs, Blogbeiträge finden, die eben zur Community 1 gehören. Und Community 2 hat dann auch Zugriff auf Dokumente, teilweise ähnliche Dokumente, die liegen aber auch nur einmal im System, also nicht irgendwie 10 Kopien, sondern die sind halt einfach, darauf kann man zugreifen und hat dann die entsprechenden Berechtigungen über die Communities. Und so wird Datenflut und E-Mail-Flut letztendlich verhindert. Man kann es natürlich zwischen den Communities teilen, man kann es zwischen einzelnen Nutzern teilen und man kann es wiederverwenden, also Daten im Netzwerk teilen, sharen, wie wir es sozusagen da auch von den gängigen Netzwerken kennen. Die Suche erfolgt dann auch über Hashtags und wie das dann konkret aussehen könnte, habe ich dann gleich auch nochmal mitgebracht. Also wie gesagt, tut mir leid, wenn es dann jetzt sozusagen an der Stelle ein bisschen werblich wird. Es ist halt die Cisco Quad-Sache. Gibt natürlich auch noch viele andere Anbieter, die das mit anbieten. Da sucht man nach einem Suchbegriff. Hier in dem Fall der Cisco Unified Communication Manager. Unified Communication vielleicht noch kurz gesagt. Wer es noch nicht kennt, unter einer Nummer weltweit erreichbar sein, heißt es einfach. Wenn man sich im System einloggt, ist man in Singapur genauso wie in seinem Homeoffice, genauso wie vielleicht in New York oder Stuttgart unter der Hamburger Nummer erreichbar. Und das bietet Cisco seit Jahren an und das wird natürlich jetzt auch in einer solchen Collaboration-Software, also Software für die Zusammenarbeit im Unternehmen, dann eben natürlich auch mit eingebaut. Welche Art von Informationen ist es? Also wer ist der Autor? Welche Communities haben das geteilt? Welche Art von Dokumententyp und welche Filetypen, also PDFs, Docs, Excel-Sheets sind das. Dann hier mal sozusagen so eine Art persönlicher Screen. Da hat man so eine Art Activity-Feed, wie man es von Facebook her kennt. Da kann man RSS-Feeds noch mit einbinden. Das Ganze ist sowieso relativ variabel. Kann eben Postings erstellen, die dann auch im System abgelegt werden. Und quasi, wenn man sie mit den Schlagworten richtig die Schlagworte richtig setzt, dann können sie halt auch nach 2-3 Jahren dann noch gut gefunden werden. Zu den Vorschlägen komme ich gleich noch. Erstmal noch zum Thema
Versioning, also die Versionshistorie, was ja sonst auch immer ein Problem ist. Wie alt, welches Dokument ist eigentlich aktuell, wo finde ich das aktuellste Dokument? Im Zweifelsfall sagt mein Gegenüber, schick's mir doch einfach nochmal schnell. Und schon hat man wieder eine E-Mail mehr. Hier haben wir einen lustigen Comic, vielleicht am Freitagnachmittag irgendwie gepostet. Hat man hier rechts mit 4 Personen geteilt und da ist es ähnlich wie bei Google+. Kann man halt aussuchen, mit welchen Personen möchte man es teilen. Dann steht da Version 2, wenn jetzt irgendeiner darin irgendwas ändert. Gut, es ist jetzt ein Bild, da ist jetzt nicht so viel Text, aber wenn es jetzt Text wäre und da schreibt dann einer von denen, die dazu berechtigt sind, das zu ändern, irgendwie lustiger Comic aus dem letzten Jahr und im 2013 wäre es ja dann aus dem vorletzten Jahr und dann wäre da eben Version 3. Und mit den richtigen Tags würde es dann eben auch sich noch finden lassen, allerdings eben nur von den 4 Leuten insgesamt gesehen werden können, die da auch geteilt sind, weil man ja vielleicht manche Inhalte eben nicht da mit allen teilen möchte. Genau, das ist hier sozusagen nochmal dieses, wie das Teilen da funktioniert, kennen wir im Grunde aus Facebook. Dann gibt es hier noch den Bereich Vorschläge. Dahinter liegt auch so ein Social Graph, wie er auch bei Facebook zur Anwendung kommt. Also derjenige, dessen Screenshot wir hier genommen haben, hat also mit dem Herrn Bonert Expertise und ein paar Interessen gemeinsam. Da lebt natürlich das System auch davon, dass man da als private Interessen vielleicht eben Segeln oder Golf irgendwie mit einträgt. Wer der Herr Rust wird noch vorgeschlagen, ist halt einer meiner Kollegen. Möglicherweise weiß ich das schon, wenn er im gleichen Büro ist. Vielleicht sitzt er aber auch in München oder in Stuttgart. Und da könnte ich ihm dann quasi folgen, wie das auf Facebook und Twitter bekannt ist. Ja, Communities, die beliebt sind, zum Beispiel die Weihnachtsfeier Süd oder auch die Internal IT oder auch Postings, die mich interessieren könnten, werden da vom System vorgeschlagen. Insgesamt soll die Software im Gegensatz dazu, ja, zum Beispiel Produkten von dem Windows-Hersteller, den wir alle kennen, eher weniger dokumentenzentriert sein, also dass man irgendwie ein Excel-Sheet irgendwie teilen kann im System einfach, sondern dass es halt schon eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht, dass er Communities joinen kann, dass er über sich selbst was erzählen kann, über seine Expertise und eben Expertise auch teilen kann und so die Skillsets im Unternehmen eben gefunden werden. Und letztendlich, und hier haben wir einfach nur mal den ersten Satz aus Wikipedia nochmal zu Social Media rausgeschrieben, geht es da ja um Kommunikation und Inhalte mit anderen und mit Communities zu teilen. Und genau das ist eben auch die Grundlage dieser internen Lösung. Ja, hier nochmal sozusagen die Inhalte, die da in Quod sozusagen essentiell sind. Da geht es um die sozialen Komponenten, um die jeweiligen Profile der Leute, um Teams, um Community und um Networks. Im Bereich der Inhalte geht es dann um Content Development, also Inhalte kreieren, das Managen von Inhalten, auch Portale zu schaffen für bestimmte Themen. Natürlich ein klassisches Intranet kann es teilweise ersetzen, könnte aber auch als Ergänzung dienen, also dass man Intranets da quasi mit anbindet. Dann hat man links unten die tatsächlichen Business-Prozesse, also dass man eine Kundenbindung oder Customer Care, jetzt komme ich nicht drauf, Kundenverarzten halt sozusagen damit abbilden kann, dass man Projektmanagement, Workflows damit abbilden kann. Vertikale Applikationen wäre zum Beispiel ein Ideenmanagement, das man damit machen könnte. Horizontal wäre eher sowas wie Urlaubsanträge damit auch zu verwalten. Das würde auch den E-Mail-Verkehr, wenn allein 50 Leute in einer Abteilung ihren Urlaub an einen schicken, sind es ja auch schon wieder 50 E-Mails, beziehungsweise nochmal 50 Antworten, ja, ist genehmigt. Kann man damit dann eben auch lösen. Ja, und dann sozusagen die Integration der klassischen Kommunikationswege, denn auf Telefonieren beziehungsweise zukünftig ja dann auch eher Videokonferenz oder Instant Messaging oder eben auch weiterhin noch die E-Mail möchte man natürlich nicht verzichten und das wäre in so einem System natürlich dann auch integriert.
Ja, Quad kommt übrigens nicht, ist irgendwie nicht so ein irgendwie super Marketing-Fachbegriff, wo sie 100 Millionen Euro für ausgegeben haben, um den zu testen und dann zu finden. Quad ist einfach der Campus einer amerikanischen Universität und es soll sozusagen da auch das Konzept widerspiegeln. Man trifft sich dort, man redet miteinander und genau, das ist dann Quad. Also es geht sozusagen um das Thema Zusammenarbeit zwischen Teams, zwischen Gruppen, über Technologien und in Projekten und das Ganze eben über geografische und auch Zeitzonen hinweg. Ich habe da noch einen kleinen Film mitgebracht, wo es um so Trends der Zusammenarbeit in den nächsten 2 bis 5 Jahren geht. Mal gucken, ob das Abspielen jetzt hier funktioniert. So, jetzt soll ich hier da irgendwas ranhalten. Kleinen Moment, das muss ich nochmal das Mikrofon entmuten. Ja, wir sind ja hier auf einem Social Local Mobile Kongress. Gibt es natürlich auch mobil, ja, als App. Im Moment leider nur für iOS, im Sommer dann auch für Android. Und dass das wichtig ist, zeigt dann auch gleich noch der Film. The separation of space and time. You'll be able to collaborate with anyone on the planet. When you make contact with people, it increases your power, your range, the influence of your ideas. It increases the power of who you are. In fact, it defines who you are. The relationship revolution. Technologies like video and others will be able to create a level of productivity and innovation in our society that we can't even imagine. No one of us is smarter than all of us. I tried to imagine the future, and I'm trying to build that future. The information revolution that we're part of is distinctive. It gives us the ability to connect with anyone, anywhere in the world, anytime, any day, and pretty much in any way we wish. That's a revolution. We don't know all the human connection that will come from this age. All we know is we're in the middle of something truly extraordinary. Ja, da hat ja Cisco quasi fast dasselbe Motto wie hier fürs Barcamp gewählt. Also die ähnlichen Begriffe tauchen da auf. Ist einfach sozusagen für uns alle ja auch zu spüren. Es wird alles ein bisschen mobiler. Ich sprach gerade mit Ihnen drüber oder mit dir, Michael, dass das ja sozusagen das Tolle ist, dass man heute eine E-Mail im Zug von dem einen Handy beispielsweise schreiben kann und dann auf dem iPad zu Hause nicht diese E-Mail noch als ungelesen steht oder gar als unbeantwortet, sondern dass alles auf allen Devices quasi koordiniert wird und über die Cloud dann halt. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Egal, ich bin auch am Ende meines Vortrags, wollte nur noch was zum Thema Wissensmanagement sagen, denn darum geht es letztendlich auch. Ein schlauer Mensch hat hier gesagt, dass man Wissen im Grunde nicht managen kann, aber dass man die Umfelder, in denen Wissen geschaffen, entdeckt, geteilt und genutzt werden, halt von uns geschaffen werden können und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Satz, den ich quasi auch als Schlusssatz für meine Präsentation gewählt habe. Ja, wenn jetzt Fragen sind, sehr gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, da.
Stefan, ein Punkt, den du ja genannt hast, ist, dass ihr über die Tags letztendlich identifiziert, so in welche Themenspektren gehört irgendwas hinein. Mhm. Jetzt habe ich aus früheren Erfahrungen gelernt, dass es immer ganz schwierig war, Leute davon zu überzeugen, quasi Metadaten an irgendwelche Dinge dran zu sein, dran zu stellen. Welche Erfahrungen habt ihr damit? Und wie geht ihr damit um? Könnt ihr das kompensieren? Wird irgendwie was automatisch generiert? Habt ihr irgendwelche Erkennungsverfahren? Kommt das noch? Das kommt noch. Im Moment wird natürlich auch quasi Volltext durchsucht. Also wenn man jetzt Barcamp Ems in seinem Tag oder in seinem Posting erwähnt, dann würde man es natürlich über die Suche nach Barcamp Ems auch finden. Auch wenn man dann nicht Barcamp oder Ems eben da getaggt hat. Ansonsten ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Es kommt sozusagen im Moment noch schon auch ein bisschen auf die Schlagworte an oder dass man eben weiß, was wohl im Posting oder in dem Dokument vorkommt, um es dann auch entsprechend finden zu können. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, die sicher nicht nur Cisco, sondern auch andere noch anzugehen versuchen. Ich hatte noch die Frage, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, ob das jetzt ein Cloud-Service ist oder ob das beim Kunden quasi selbst gehostet werden kann. Und also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Cloud-Service ist, wegen den ganzen Apps und dem Kollaborationszeugs. Dann wäre noch interessant zu wissen, einfach wie das Ganze angeboten wird, ob per User quasi pro Monat was gezahlt werden muss und so weiter. Wenn du da noch ein bisschen was erzählen könntest, wäre gut. Gerne. Also es ist möglich als Cloud-Service, aber eigentlich ist es gedacht als quasi interne IT-Struktur, dass sozusagen da die Daten möglichst auch im Unternehmen bleiben, weil es natürlich klar ist, dass Dinge, die bei Evernote oder bei Facebook irgendwo in San Jose liegen, natürlich nicht ganz so sicher sind, als wenn BASF dann einen eigenen Serverpark im Keller hat. Und insofern ist natürlich Cisco als derjenige, der da auch Server und diese Dinge liefert, da in der Lage, solche IT-Infrastrukturen auch entsprechend auszurüsten und das dann tatsächlich als Closed System innerhalb des Unternehmens zu machen. Was nicht bedeutet, dass man natürlich nicht einen Post irgendwie nehmen kann und dann vielleicht über eine API das dann doch noch an Twitter oder so rausschieben kann, aber grundsätzlich soll es erstmal unternehmensintern gehostet werden. Was sowas kostet, ist sicherlich immer auch eine Frage, wie viel Nutzer insgesamt. Also sag mal, wenn jemand 50.000 Lizenzen dafür kauft, ist es sicher pro Lizenz günstiger, als wenn jemand nur 100 kauft. Was es genau kostet, kann ich sogar gar nicht mal sagen, vor allem auch, weil ich auch erst seit kurzem dabei bin und weil ich so eine Dinge eigentlich auch an Vertrieb übergebe. Also ab dem Moment, wo jemand sagen würde, interessiert mich, kommt mal vorbei, dann kommen wir vorbei und erklären es und das Angebot schreibt dann unser Vertrieb. Und ja, ein solches habe ich leider noch nicht gesehen, also insofern kann ich da keine Zahlen verraten, aber ja, kann man gern nochmal drüber sprechen, wenn da konkretes Interesse besteht. Dann hätte ich an der Stelle nur noch die Gegenfrage. Also Cisco ist ja ein Riesenkonzern. Macht diese Software Sinn für ein Small Business 10-Mann-Unternehmen? Eine Agentur, wie da drüben zum Beispiel sitzt? Ich würde fast sagen, nein. Ich glaube, 10 Leute könnten sich da vielleicht eine bessere Lösung irgendwie finden, auch vielleicht über bestehende kostenlose oder für einen geringen Monatsbeitrag erhältliche Tools, die wir auch alle kennen. Also da gibt es ja auch Lösungen, die ja auch nicht schlecht sind. Auch von Wunderkind oder in Berlin da ist ja auch so eine Collaboration-Software, Wunderkit heißt sie, glaube ich. Das sind sicher Lösungen, die für so kleinere Unternehmen dann doch eher geeignet sind. Was nicht heißt, wenn es irgendwie 10 Mann sind, die ganz großen Wert auf Sicherheit legen, da man nicht doch irgendwie vielleicht was installieren könnte. Und am Ende ist es sicher immer nur eine Frage des Preises. Also ich denke nicht, dass die grundsätzlich sagen würden, nein, geht mal woanders hin. Zumal wir sind ja nicht Cisco, sondern wir sind zwar Cisco-Partner, aber wir gucken uns, also können jeden Kunden nehmen oder auch nicht nehmen. Also wir sind da nicht von Cisco verpflichtet, Dingen nachzugehen oder bestimmte Dinge nicht anzunehmen oder anzunehmen. Aber grundsätzlich denke ich, was ich vorhin schon sagte, ab 300 bis 500 Leuten, denke ich, wird es interessant. Ich hatte mir auf der CeBIT auch mal eine Lösung für eine Agentur in Hamburg, die mit 100 Leuten arbeiten, mit einem Konkurrenzprodukt. Das war auch sehr funktional und da war eben mit 100 Leuten auch schon eine sehr gute Erfahrung. Wir nutzen jetzt das System natürlich unternehmensintern auch. Wir sind auch 100 Leute und ich denke, es funktioniert auch schon recht gut. Ja,
Ja, ich wollte noch ganz gern wissen, ob es denn offene Schnittstellen in dem System gibt. Also ob man bewährtes, altbewährtes, wie zum Beispiel Microsoft Exchange und so anbinden kann. Mhm. Ja, das habe ich mir extra, aufgeschrieben. Das hat mir mein Techniker mitgegeben, dass ich das eigentlich erwähnen soll. Anbindung an SharePoint, IMC, Documentum oder andere interne Systeme. Ich komme leider nicht aus der Technik-Ecke. Ich bin eher von der Kommunikationsseite, Kommunikationsberater. Wie gesagt, vorher auch PR-Berater und Social-Media-Experte gewesen. Aber ja, man kann da Dinge einbinden, denn man soll ja auch nicht bei Null anfangen müssen, denn es existieren ja immer schon IT-Infrastrukturen und es wäre ja wirklich schlecht, wenn man da nicht auf die bisherigen Dinge zugreifen könnte. Ja, und dann die andere Frage wäre im Prinzip noch, wir stellen ja nachher noch so ein Projektmanagement-Tools verschiedene vor, darunter fällt auch sowas wie Yammer oder Jammer, kann man sagen. Mhm. Das ist ein ähnliches Tool wie Cisco Quad anscheinend. Mhm. Gibt es da auch Tools, die man wirklich für Projektmanagement nutzen kann? Das heißt, richtig Termine zu machen und richtig Aufgaben und so weiter zu verteilen. Also nicht nur reine Dokumente und Kommunikation, sondern auch ganz klar da die Eigenschaften mit zu verknüpfen. Ja, das ist die Anbindung an Outlook im Moment. Also dass man da sozusagen über die Funktionen, die man da in Outlook hat, halt dann auch da die entsprechenden Tasks und Einladungsmanagement und so weiter machen kann. Und sicherlich kommt in der nächsten Version dann noch was Eigenes. Im Moment wäre es quasi noch mit Postings innerhalb von Communities, dass man da mit diesen Dingen arbeitet. Ja, ich habe da auch noch mal eine Frage zu, und zwar würde mich interessieren, wie denn das Relevanzhandling ist. Gibt es da irgendwelche Votes oder so? Und zum Zweiten, wie es mit dem Lifecycle aussieht, weil wenn ich Dokumente lokal bei mir habe, naja, dann verschwinden die irgendwann in Ordnerstrukturen und haben tatsächlich vielleicht in 5 Jahren keine Relevanz mehr und sind dann halt auch aus dem System raus, während sie da, wenn sie zentral liegen, ja auch in Zukunft dann immer über die Tags noch gefunden würden und dann vielleicht für den Nutzer eine zu hohe Informationsfülle bereitstellen. Völlig richtig, habe ich nicht erwähnt. Also man kann auch wie auf Facebook Dinge liken, also Posts, die dann mehr geliked werden, haben dann auch quasi automatisch eine höhere Relevanz im System. Dokumente, die jünger sind, und da hat man sozusagen wieder den Vorteil, dass ein sozusagen abgedatetes Dokument von vor 3 Jahren wäre dann quasi wieder auch jünger sozusagen im System, und dann auch, wie viele Leute darauf zugreifen, wäre dann auch noch ein Relevanzkriterium. Also mit diesen Dingen wird gearbeitet, damit man nicht nur die alten Hüte von vor 3 Jahren findet, sondern quasi diese Dinge dann auch sich langsam nach unten in den Suchergebnissen verabschieden und nur noch die aktuellen oben auftauchen. Jo, also wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, natürlich sehr gern auch bei einem Kaffee nachher noch, oder auch, Visitenkarten habe ich mit, Kontaktdaten habe ich jetzt hier nicht ans Ende der Präsentation geklemmt, bin aber auch im Social Web relativ präsent vertreten und gerne da hinten aufschreiben. Alles klar, dann mache ich das, und ansonsten, wie gesagt, wer gerade einen Job sucht, tech-affin ist, gerne mal auf der Website vorbeikommen. Wir suchen noch. Okay, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.